Aber es war jetzt auch nicht irgendwie so ein großer, besonderer Spielzug. Halt ein Spott. Ja, Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, den machen wir einfach mal runter, weil dann kann ich den ohne Gefahr oder ohne zu groß Schaden zu nehmen weghauen. Dass mein Minion dann idealerweise überlebt. Hatte noch mal einen Techniker ausgespielt. Ich habe ja immer noch einen Drachen auf der Hand. Ja. Und genau, jetzt konnte ich das mit dem 4-6er wegmachen. Oder mit den beiden und habe beide überleben. Deswegen hatte ich den Angriff halt runtergesetzt. Und aktuell sieht das gar nicht mal komplett schlecht aus. Ja, du hast auf jeden Fall die Bordkontrolle. Ja. Ich habe den letzten Waffenschwung, der 2 Schaden macht. Ja, was genau reicht. Ja, und das war's dann auch. Aber ich glaube, jetzt kommt eventuell Ja. noch die Leben, oder? Bei mir hast du es noch nicht ausgespielt. Du hast sie wieder zurückgelegt. Ja, ich hab's ja wieder zurückgelegt. Ich dachte mir dann erst mal schauen, was er trifft, Ja. weil ich ja jetzt die 8 Schaden mache. Ja. Und da habe ich gedacht, gut, dass ich genau jetzt die Schattenflamme bekomme, weil die hattest du ja vorher auch genutzt. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn du Gegner rausgehabt hättest. Ja, aber da hast Aber. du auch wieder einen Fehler gemacht. Du hast nämlich nicht angegriffen. Ah, ja, das kann gut sein. Ja, Ja? das hätte So ich hätte. natürlich erst machen müssen. Ja, Da da habe habe ich ich mich so ein 4 bisschen Schaden gefreut. verschenkt. Ja. Dann dachte ich mir dann so, oh, cool. 4 mehr Schaden, die ich aushalten kann. Ja, da habe ich jetzt noch einmal komplett voll heilen bekommen. War natürlich vollkommen unsinnig, das zu nutzen, weil ich habe noch kein Leben verloren und ich würde nur dich hochheilen. Deswegen habe ich das erstmal schön zur Seite gelegt. Und habe jetzt. Ich habe nicht ganz mitbekommen, was ich gemacht habe. Aber auf jeden Fall habe ich. Ich glaube, ich habe irgendeinen Drachen ausgespielt und ja. Ja, und die Fähigkeit ist halt wirklich. Geht natürlich genau auf den 5-5er. Und ein neuer Spot. Ich habe mich gefreut. Ja, und jetzt dachte ich mir, jetzt kann ich endlich auch den ausspielen, weil ich habe ja so ein bisschen Beschützung durch den Spott. Ja, ist Und auf jeden Fall eine korrekte Überlegung. ja, und habe eigentlich nur gehofft, dass du irgendwie den nicht vernichten kannst oder keine Ahnung, irgendeinen blöden Zauber bekommst, der den Spott vernichtet oder Ich glaube, ich habe da was. den, ja, aha. Vernichten Ne? tust du ihn nicht, aber Nee, er hat aber dann er keinen ist Spott mehr. richtig. Und dann habe ich nämlich gesehen, das reicht dann mit den beiden anderen genau, um ihn wegzumachen. Und um den Spott, ja, da kümmere ich mich später. Und dann hole ich mir jetzt noch ein paar Weltlinge herbei, damit du nicht so oft mich triffst. Immer gut. Ja, du Aber hast richtig große da oben, sehe ich gerade schon. und vor allen Dingen halt Baron Ja, das kommt mir bekannt vor. Geddon. Damals fand ich es gut, jetzt fand ich es nicht so gut. Sieht man auch an dem heißen Dank. Ja. Und wenn du jetzt auf meine Karten siehst, das ist alles nicht so wirklich super toll. Nee, das ist, da gebe ich dir recht. Deswegen habe ich erstmal gucken mal, was wir für einen Zauber kriegen. Und dann, ja, toll. Ein anderes Ziel herbeirufen bringt mir jetzt nicht so viel, aber na gut, es kostet 0. Kann Dann. man ja mal ausspielen. Weiß ich noch nicht, ob ich es gemacht habe. Ist meine Meinung. Ich meine. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie hin und her gerechnet, was wohl Sinn machen würde. Hast du Ich habe nicht. ziemlich lange überlegt. Ich glaube, du hast Chromagos ausgespielt. Oder? Ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern, aber man sieht an der Wartezeit, dass es ziemlich gerattert hat in meinem Hirn. Man meint gar nicht, dass wir das erst vor einer Stunde aufgenommen haben. Ja, das ist halt das Alter. Nee, Chromagos ist es mit Sicherheit nicht mehr. Ich glaube, kann das sein, dass du beide ausspielen wolltest und es irgendwie nicht mitbekommen hast, dass der vom Mana wieder höher ist? Weil ich glaube, du wolltest den Drachen und Chromagos ausspielen. So kam es mir vor. Ich weiß doch nicht, was ich in der Vergangenheit machen wollte.
Ja, aber in dem Moment war es halt so wirklich, habe ich gedacht, okay, du hast viele große draußen. Das ist gerade nicht so super perfekt. Und er geht natürlich auch direkt auf mich. Ja, was mich ein bisschen geärgert hat, ich habe gehofft, dass er den Drachen vernichtet. Aber irgendwie habe ich da nicht so wirklich viel Glück mit gehabt, Minions zu treffen mit der Heldenfähigkeit. Ja, es ist halt immer genau das, wenn man Minion treffen will, dann trifft man den Helden und umgekehrt. Das ist halt Murphy's Law und so. Aber zumindest Ja. hast du meinen Drachen so wegbekommen und konntest mich immer noch angreifen. Und schöne Sachen halt ausspielen. Ja, auf jeden Fall. Aber man sieht, wie vorhin, auch in der ersten Runde, deine Hand leert sich langsam, ne? User joined Ja. your channel. Wo ich halt natürlich den Vorteil habe, dass ich immer Zauber ziehen kann. Ja, also das war auf jeden Fall ein Vorteil in diesem Fall, dass du keine Karten halt verloren hast. Ja, und letztendlich habe ich hier überlegt, wo gehe ich jetzt mit dem Mal des Jägers am sinnvollsten drauf? Ich Und wollte mal Hallo sagen. ja, das ist schön, du hast mitten in einer Aufnahme geredet. Entschuldigung. User left your channel. Ja, da hatten wir gerade einen Gast. Deswegen habe ich jetzt nicht mitbekommen, was passiert ist. Aber auf jeden Fall hast du jetzt wieder mich getroffen. Ja, schon wieder. Und wieder wollte ich es nicht. Ja. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall Chromagus ausgespielt. Und er war auch schon wieder tot. Ja, und da habe ich jetzt, glaube ich, mein Leben berechnet. Ich habe noch genau 4. Ich habe überlegt, das wird langsam sehr übel. Ja, ich hätte auf jeden Fall mit den Minions auf dem Board dich treffen können. Ja. Dann mit der Heldenfähigkeit. Also, ja, mehrere Ja. Möglichkeiten. Ja. Da habe ich natürlich einen Fehler gemacht. Und zwar füge ich mir jetzt selber Schaden zu. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss auf jeden Fall jetzt den Baum des Lebens benutzen. Weil selbst wenn sich das dann, glaube ich, wieder sehr hochzieht, habe ich mir noch eine Karte geholt. Das war jetzt aber in dem Moment nicht so scheiße. Da habe ich gedacht, ja gut, dann halte ich halt den Ragnaros wieder auf 60 hoch. Weil sonst wäre ich gleich tot gewesen. Ich habe mich gefreut Ja, das glaube ich. und dann im nächsten Moment dachte ich mir, Mist, noch mal wieder 30 Leben runter Ja. machen. Ach ja, und vor allen Dingen hast du mir halt die Chance genommen, dass ich mein, wie heißt der, Golemak oder so? Golemak, ja, Ja, der kostet jetzt wieder 50. richtig, den konnte ich dann nicht mehr ausspielen. Ja, und da habe ich gedacht, jetzt wieder schön alles voll machen, damit du mich ja nicht triffst. Ja, und dann saß ich da und dachte mir so, das könnte blöd enden. Und ich treffe dich schon wieder mit der Heldenfähigkeit. In dem Moment ist es gar nicht mal so schlecht, weil letztendlich musst du überlegen, du musst mich nur noch ein bisschen runterhauen. Und die lebende Bombe auf mich war natürlich, glaube ich, Blöd. war nicht ganz so schlimm, weil ich muss ja nur dafür sorgen, dass das Vieh auf jeden Fall stirbt. Ja, das war aber nicht blöd. Ich hätte den Minion nicht ausspielen dürfen, weil dann wäre er nämlich explodiert. Oder du Stimmt, hättest dann ihn zum Frosch gemacht. Aber aus meiner Sicht wäre es sinnvoller gewesen, wenn ich ihn nicht ausgespielt hätte. ja, da hatte ich nämlich Aber, dann ein ja. einfaches Ziel. Genau. So habe ich gedacht, ja, dann hauen wir einfach mal mit den ganzen Welten drauf. Läuft Macht doch ganz auch. gut. Ja, Ja, macht auch Kleinvieh macht auch, immerhin ja, macht Schaden. Schaden, also, ne? Ja. Ich versuch's dann mal wieder mit der Heldenfähigkeit und treffe Gott sei Dank den richtigen. Ja, endlich triffst du mal einen. Und der Einzige, der, wo es sich wirklich gelohnt hat. Ja, und dein Ja. Verderbnis war natürlich so ein Danke. Ja, das war das Einzige, was ich hätte machen können. Aber zumindest nicht wie damals, da hast du auch irgendwann mal Verderbnis gespielt. Und ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, wessen Fähigkeit das denn war. Diesmal wusste ich, das ist ein Zauber, ich brauche nicht suchen. Ach, du meinst das mit den Druidenbäumen-Dingens da? Ja, irgendwas Ja, war mal, aber diesmal ja. habe ich halt Ja. nicht so lange überlegt. Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt auch Rent mal habe,
Kannst du ihn auch mal ausspielen? Ja, das kannst nicht nur du. Dein Geheimnis hat mich auch die ganze Zeit irritiert. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre Eisbock. Und dann dachte ich mir nämlich schon, wie kriegst du ihn so weit runter, dass du diesen blöden Eisbock dann noch rechtzeitig runterkriegst und den Schaden machen kannst. Ja, und in der Zeit habe ich lustig auf dich draufgehauen. Ja, genau. Und dass das Gegenzauber war, das habe ich mir fast gedacht, weil so viele Magierzauber gibt es nicht, ja. die dann vielleicht auch sinnvoll gewesen wären. Hat mir letztendlich 8 Leben gespart, weil ja. Sonst wäre das jetzt auf mich gegangen. Ja, genau. Aber ich hatte ja zum Glück die Möglichkeiten und 8 Schaden, das wäre jetzt auch nicht so schlimm dann gewesen. Ja, und dann habe ich natürlich gedacht, logischerweise, wieder das Board voll machen, damit du mich nicht triffst. Ist auf jeden Fall eine gute Strategie. Ja, da hat Nefarian auf jeden Fall ein paar gute Möglichkeiten. Ja. Und dann dachte ich erst, machst du einen Weltenmerk, und dann dachte ich mir, 3 Schaden an dir bringen wahrscheinlich mehr als an einem 1er Welten. Ja. Es ist meiner Ansicht wahr, ist in Onyxia ein wenig immer im Bild. Da habe ich den Mauszeiger ein wenig doof positioniert. Den hätte ich wahrscheinlich zur Seite schieben sollen. Okay. Ja, aber letztendlich habe ich gedacht, da auf keinen Fall Tausan, deswegen machen wir da oben mal ein Schaf draus. Ja, es war ein Frosch, aber macht nichts. Ja, ist ja dasselbe, es ist beides. Aber ein Frosch hat Sport, ein Schaf nicht. Ja, oh mein Gott, das eine Leben, das der hat, das ist ja dann auch nicht so extrem schlimm. Und dann schön mit den Welpen immer draufhauen. Ja, und ich habe mich in dem Moment dann eigentlich schon gefreut, weil ich mir dachte, okay, ich komme so langsam wieder in die Richtung, wo ich den Typen ausspielen kann. Ja. Ich glaube, dann kommt jetzt wieder dein Schuss und der geht auf mich. Jetzt habe ich nur noch 7. Okay. Konntest du bei dem nicht aussuchen, wo es hinging? Da habe ich jetzt nicht drauf geschaut, weil das hätte ich dann wahrscheinlich eher direkt auf Nefarian gemacht. Weil dann wäre ich auf 2 runter gewesen. Ja, aber ich dachte mir, ich habe ja nichts in der nächsten Runde, womit ich angreifen kann. So, wirklich. Ja, ist auch. Und ob ich mit meiner Heldenfähigkeit dann, die macht ja sowieso 8 Schaden. Also wenn ich dich treffe und dann... Ja, das war doof. Ja, da habe ich mir auch gedacht. Da habe ich extra noch bei dir geguckt, ob du nicht jetzt zu viele Karten hast damit. Weil... Das sah so viel aus, aber dann... Ich hab dann auch 9. gleich gezählt, ja. Aber letztendlich, ich hab's falsch verstanden. Ich hatte das irgendwie mit einer Karte verwechselt, dass man jede, die man zieht, ein zweites Mal bekommt. Habe ich natürlich komplett falsch gelesen. Und dann hatte ich auf einmal so viele Welpen auf der Hand. Ja. Habe ich aber letztendlich gesagt, okay, letztendlich kann ich dann immer so die zerstörten Welpen zusätzlich ausspielen. Okay, ja, gut. Ich meine, ist nicht so verkehrt. Natürlich das heißt, ist jetzt das Board voll. Ja. Bisschen blöd. Und Zauber herstellen kannst du dir erstmal auch nicht, weil deine Hand voll ist. Richtig. Und jetzt haben wir, ich hatte ja einen von dir kopiert, jetzt hatten wir beide den Legendary, der jedes Mal ein Sportminion herbeiruft, glaube ich. Ja. Was bei dir klappt, bei mir nicht, weil die Hand voll ist. Das war natürlich ein bisschen ungünstig. Das heißt, den musste ich jetzt erstmal wegmachen. Und ich habe halt wirklich überlegt, wie bekomme ich jetzt da dein Legendary noch weg? Weil ich muss den eigentlich mit einem Schlag töten, weil sonst kommt jedes Mal noch ein Spott und noch ein Spott und noch ein Spott. Aber du hast ja auch keinen Platz, irgendwas auszuspielen. Ich war dann total erstaunt und habe so gedacht, was macht er denn jetzt? Weil er hinterher ist, du hast die Hand voll, du hast keinen Platz, irgendwas auszuspielen. Ja, und dann hast du mich komplett angegriffen. Dann dachte ich mir so, irgendwie war das ein bisschen doof. Ja, aber sonst hättest du 4 Spottminions dazu bekommen. Nee, hätte ich nicht, weil du hättest ja erst den ersten Spott wegmachen müssen und du hättest 4 Plätze wieder frei gehabt. Stimmt, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ja, und dann jetzt kommt natürlich Scharmützel. Ja. Das war natürlich der Superkauf für mich. Weil, wusste ich, okay, du behältst den. Ja, weil man immer gewinnt. Richtig. Und jetzt habe ich überlegt, okay, ich habe noch 3 Leben. Ich habe keine Karte bekommen. Habe ich irgendwas mit Spott? Habe ich irgendwas, was mich rettet? Ich habe dann einfach mal den ausgespielt, um einfach wieder ein bisschen Übersicht zu bekommen.
dann noch einen schnellen Zauber ziehen. Genau, deswegen habe ich den ausgespielt, um noch vielleicht einen sinnvollen Zauber zu bekommen. Das war leider nicht der Fall. Du hast ganz viele Welpen auf der Hand. Ja, die bringen mir auch so viel, ne? Ja. Sie machen so, das Wort voll. Ja. So, dann hatte ich dich auf 6 Leben runter. Dann habe ich nochmal gerechnet und habe dann, glaube ich, gleich erkannt, dass das nicht mehr so wirklich viel bringen wird. Und weil ich so ungern sterbe, habe ich mich dann selber umgebracht. Das heißt, wir sehen dann gleich ein drittes Entscheidungsspiel. Juhu! Yay! Ja, und damit steht das dritte Entscheidungsspiel an. Wir sind immer noch in, wie hieß das, Duell im Schwarzfels? Showdown im Schwarzfels, ganz genau. Und das dritte und entscheidende Spiel, nachdem es hier 1:1 steht. Und ich habe jetzt wieder Ragnaros bekommen und schaue mir gerade meine Karten an. Letztendlich habe ich überlegt, lebende Bombe macht noch nicht so viel Sinn. Geschmolzener Riese, den kann ich auch noch nicht ausspielen. Und ich habe einfach mal alles weggeschmissen. Und man sieht, die neuen Sachen sind nicht unbedingt besser. Ja, aber ich auch so gar nichts zum Ausspielen. Ich wollte, glaube ich, irgendwas, was weniger Mana braucht. Und deswegen konnte ich hier nur versuchen, meine Waffe zu zerstören. Ja, das war auch sinnvoll. Ich habe da wesentlich bessere Karten gezogen. Ja, und du hast Drachen auf der Hand, sprich, dein Techniker ist direkt mal auf 3,5. Ja, Drachen sind immer gut. Ja, und dann sitze ich hier mit 2 Mana und kann, das war das Einzige, was ich machen konnte. Aber die Heldenfähigkeit ist auch nicht schlecht. Ich meine, es ist immerhin 5 Angriffe. Ein Leben, ja, aber ein Leben, das ist halt nicht wirklich viel. Letztendlich war meine Hoffnung, vielleicht greifst du ja doch mit deinem Techniker den Woger an. Deswegen war ich da mit der Waffe auf dich gegangen. Ja, das wäre aber ja viel zu einfach gewesen. Und ich habe ja Drachen. Ja, leider. Ich habe Drachen. Ja. In dem Moment war es dann schon wieder zu 2 Minions und ich mache so gar nichts. Dann hast du hier noch den hochgepusht und eine weitere Karte bekommen. Ja. Ich spiele noch schon mein kostenloses Geheimnis aus. Ja. Dass ich glaube, mich zu erinnern, dass mich das später ein wenig geärgert hat. Aber immerhin kann ich jetzt Sachen ausspielen. Yay. Ja, du bist bei 3 Mana angelangt. Ja, und du bist schon bei 6. Ja. Letztendlich habe ich jetzt, glaube ich, angefangen zu rechnen, wie kann ich das irgendwie mit der lebenden Bombe hinbekommen? Weil macht 5 Schaden. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay, wenn ich das jetzt auf den linken spiele, genau, dann würde der 5 Schaden machen. Und wenn ich da dann mit meinem Hammer angreife, dann würde das hinkommen. Das war so meine Überlegung. War auf jeden Fall eine gute Überlegung. Und wichtig natürlich, kein Minion ausspielen, wo du deinen eigenen dran kaputt machen könntest. Ja, nicht so wie ich. Ja. Ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch nicht so wirklich was auf der Hand, womit ich den hätte zerstören können. Keine Schattenflamme diesmal. Ja. Ja. Dann dachte ich mir, okay, versuchst du es mal? Mit der Heldenfähigkeit, vielleicht kriegst du ja da einen vernünftigen Zauber. War aber anscheinend auch nicht. Ich kann jetzt aber wieder nicht sehen, was du genau bekommen hast. Und das war so ein Jägerdingens von wegen, verstärke dein Wildtier oder so. Ach nee, ich hatte ja noch Schattenflamme. Sehr schön. Wollte gerade sagen, hast du diesmal nicht gehabt. Doch, hattest du. Genau. Ja. Und ich glaube aber hier die Lava-Eruption, da bin ich natürlich ziemlich happy. Die passt nämlich genau. Ja, und ich kriege 2 von den. Und dann habe ich mir gedacht, schlecht. Weil ich wusste natürlich, du wirst immer noch Drachen auf der Hand haben. Ja, ich habe ja noch keinen ausgespielt. Ja. Und dann dachte ich, endlich ist dieser blöde Techniker weg. So lange habe ich mich mit dir rumschlagen müssen. Ah, da kommt dein Techniker. Ja. Oh, da kommt dein Techniker. Ja. Und dann noch schön die Heldenfähigkeit. Mhm. Und dann hatte ich 2 von diesen hässlichen Goblins da. So hässlich sind sie doch gar nicht. Ja, du bist ja eigentlich eher immer der Gnomentyp gewesen. Das stimmt. Aber durch irgendjemand musste ich ja zum Goblin werden.
kann mich nicht dran erinnern, wer das war. Tatsächlich habe ich überlegt, okay, versuchen wir mal die Welpen. Vielleicht verleitet dich das dazu, dass du versuchst, die gleichzeitig zu töten. Das war so ungefähr mein Gedankengang. Und ja, ich weiß nicht, was ich überlege, weil Mana habe ich nicht mehr. Vielleicht habe ich überlegt, ob ich einen der Techniker angreifen muss. Hab's unten mit meinen Karten verglichen. Aber die Tendenz ist schon wieder wie in den ersten beiden Spielen. Ragnaros hat weniger Karten als der Kampf. Und dann kommt, oh, ein Techniker, mal was Neues. Ja, und dann dachte ich mir, okay, jetzt kannst du auch mal den ausspielen. Ich meine, mit einer schönen Heldenfähigkeit. Das war Glück, dass ich den Feuerball noch durch die Heldenfähigkeit bekommen habe. Inneres Feuer habe ich ja vorher schon bekommen. Da konnte ich wenigstens seine Kernwunde wegmachen. Und jetzt hatte ich nicht nur das Problem mit den Technikern, sondern auch, dass deine Legendary jedes Mal mehr Schaden bekommt, wenn ich eine Karte ausspiele. Und dann dachte ich so, schlecht, ganz schlecht. In dem Moment habe ich schon wieder angefangen zu rechnen und habe gesehen, okay, einen Flammenstoß habe ich, aber den kann ich jetzt noch nicht ausspielen. Dann habe ich jetzt den Riten, der bringt dich dann direkt mal auf 4 Angriff. Ja, irgendwie habe ich mir so, nicht so wirklich erklären können, warum du das so gemacht hast. Aber gut, du sagst ja dann auch selber, es war ein Fehler. Ja, das habe ich eingesehen. Und da bedankst du dich auch artig dafür. Ja, ja natürlich. Ich meine, von einem 2-8er zu einem 6-8er ist natürlich ist ein großer Unterschied. Aber zumindest habe ich jetzt meinen Hammer weg. Und guck mal da, noch ein Techniker. Ich freue mich, ja. Wenn man einen Drachen auf der Hand hat, sind die gar nicht so schlecht. Ja, und da sieht man schon nicht ganzheitlich so, ich will Flammenstoß machen, ich will Flammenstoß machen. Ja, dann hast du recht noch, dass die Karten mal 3 billiger werden. Da kommt doch bestimmt gleich der Techniker, oder? Natürlich. Ja, natürlich. Habe ich schon 4 von den hässlichen Typen da. Und der Flammenstoß macht, glaube ich, leider nur 4 Schaden. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber zumindest 2 von den Technikern schon mal weg. Ja, dann kommt noch. Ich musste ja Platz schaffen für den und seine 2 Welpen. Natürlich. Von daher, ja. So, jetzt habe ich wahrscheinlich überlegt, ob ich. Ich weiß nicht mehr, ob ich Flammenstoß benutzt habe oder die lebende Bombe. Aber ich glaube, ich habe überlegt, dass die Leben, dass der Flammenstoß mir sofortige Erleichterung verschafft. Aber er hat nur die 2 Welpen getötet. Also so wirklich viel Erleichterung hat das auch nicht gebracht. Ja, so ein bisschen halt. Und dafür hat der andere jetzt wieder 2 Angriffe dazu bekommen. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich jetzt auch nichts weiteres mehr gespielt, weil ich hätte noch da den geschmolzenen Riesen für 0 gehabt. Da hatte ich dann aber jetzt gelernt, Karte ausspielen ist gerade noch ungünstig. Warte ich doch lieber auf den zweiten Flammenstoß, wenn ich bis dahin überlebe. Und du ziehst lustig Zauber und Zauber. Ich war da auch echt schon am überlegen, wenn du Golemak hast, dann habe ich echt ein Problem. Von daher war ich da wirklich am Rechnen. Wie viel Schaden würde ich dir jetzt machen? Und wie viel Mana würde Golemak noch kosten? Deswegen greife ich auch so komisch und so langsam an, weil ich halt immer wieder. Ich war mir dann auch nicht mehr sicher, wie viel Mana er kostet. Ich war der Meinung 40, aber er kostet ja 50. Von daher habe ich mich sowieso um 10 verrechnet. Aber immerhin hast du versucht zu rechnen. Ja, ich habe versucht zu rechnen. Ich meine, ich hatte ja auch recht, du hast ihn ja auf der Hand. Aber ja. Ich glaube, mit dem letzten habe ich dann auch gar nicht mehr angegriffen. Meine ich. Da hast du gewartet. Ja. Das Wichtigste war jetzt, glaube ich, für mich, dass ich als erstes den zweiten Flammenstoß geholt habe. Da bekommt er zwar kurz 10, aber ist dann auch weg. Ja. Da war dann das Board wieder ein wenig freier. Und jetzt habe ich halt überlegt, der fügt mir 3 Schaden zu, aber ja, ich muss halt irgendwie einen Minion haben, dann den noch raus. Also ich habe wirklich versucht, irgendwie nochmal an Bordpräsenz hier zu kommen. Ich glaube, du hättest
Vielleicht. Mit der Heldenfähigkeit wärst du da vielleicht besser dran gewesen. Hatte ich nicht genug Punkte für, weil ich hatte. Ach nee, du hattest ja. Ich hatte 8 Mana, Flammenstoß und dann hatte ich nur noch einen über. Stimmt. Ja, der Wichtler hat sich total gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Direkt zerstört. Ja. Der ist nicht zerstört, aber ist wieder auf meiner Hand. Und als ich da das Board gesehen habe, ich habe jetzt, glaube ich, gesehen, rechts mit dem, ich bekomme ein Problem. Naja, er hat 12 Leben. Ja, letztendlich habe ich dann, ich werde, glaube ich, gleich wieder versuchen mit der Heldenfähigkeit. Das war so ungefähr meine Hoffnung, den konnte ich auf jeden Fall ausspielen, das war nicht schlimm. Und er schießt auf den... den ich eigentlich wollte, aber leider macht der Feuerelementar nur 3 Schaden. Was blöd ist. Ja. Dann spielst du Golemag aus. Ja. Und Koren Blitzerbräu. Ja, das war, ja. Jetzt habe ich natürlich ein Scharmützel bekommen, das 5 Mana kostet. Und du hast nur noch 3. Richtig. Und ich merke dann schon, entweder hast du jetzt was richtig Gutes auf der Hand, oder das sieht sehr schlecht für dich aus. Ja, und dann habe ich halt gerechnet und gerechnet und musste dann am Ende leider einsehen, dass das nichts war. Und dementsprechend hast du mal wieder unser Best of 3 gewonnen. Yay! Und wir sehen uns dann einfach in einer weiteren Woche wieder. Macht's gut! Bis dann!